Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei einem neuen Part Let's Play Pokémon Kaiserblau, nachdem wir im letzten Part uns Fuchsale City angeschaut haben. Schauen wir uns nun das hier an. Wir müssen irgendwie einen Weg ins Pokémon Center finden. So, ja, das Level ist schon etwas höher und unser Gegner hat nach wie vor keine AP mehr da. Und Struggle ist nicht effektiv. Normalerweise ist Struggle ja vom Typ Fragezeichen. Und Fragezeichen ist bei allem neutral, was es macht. Aber in der ersten Gen ist Struggle vom Typ normal. Ja gut. So, Greenpeace musste das jetzt ausschalten. Easy. Ich verwechsel immer Dickdri mit Dodri, das ist das Problem. Dodri oder Dickdrio. Muss man genau aufpassen. Hyperstrahl, Auchi. So, Hypnose. Scroll, 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 scroll. Ich scrolle hier nicht, das macht meine Verlobte. Ich habe hier nur ein Gamepad. So, na super, Sackgasse. Warte, wie geht's rein, okay? Was ist das? Excuse me, you need a bicycle for cycling road. Sag mir jetzt nicht, dass er das gefixt hat, diesen Bug. Natürlich wurde dieser Bug gefixt, was auch sonst. Ja, geil. Super, der Bug wurde hier gefixt. Alles klar, normalerweise kann man hier ohne Fahrrad hin. Dann hole ich eben das Fahrrad. Mein Gott, ey, so viel lästiges Zeug zu machen. Warte, ich kann ja gar nicht hier hin. Das heißt, ich kann mein Fahrrad... Oh Gott, ich muss wieder nach Lavandia, glaube ich. Ich will nicht nach Lavandia, nein. Okay, wisst ihr was? Ich mach mal Pause und hol mal mein Fahrrad. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Ich bin jetzt wieder zurück nach Lavandia gelaufen, hab mir das Fahrrad geholt und hab noch ein bisschen Geld gefarmt, meine Pokémon geheilt. Ja. Genau. Dann schauen wir mal nach, wie wir jetzt da hinkommen. Also hier ist wieder so ein großes Haus. Oh Mann, da hatte der Entwickler echt Spaß, das zu konstruieren. Und ich dachte, ein Pokémon-Hack sei schwer, wenn es starke Gegner sind, aber scheinbar ist dieser Hack einfach schwer, weil er so nervig ist. Ja, jetzt müssen wir die ganze Route wahrscheinlich machen, nur um ins Pokémon Center da hinzukommen. Das ist doch lächerlich. Ich meine, wir brauchen ja den Orden, sonst können wir Surfer nicht benutzen. Theoretisch könnten wir den Surfer schon besitzen, wenn wir in der Safari-Zone wären, aber...
Aber wir können es nicht einsetzen, weil wir den Sumpforden brauchen. Beziehungsweise den Seelenorden. Für mich ist es der Sumpforden. Da ist irgendwas falsch gelaufen bei dem Machen des Spiels, weil Sumpf passt nicht zu... weil Seelenorden passt nicht zu einer Giftarena. Das passt höchstens zu einer Psyche-Arena. Ja, aber man kriegt hier den Seelenorden hier in der Giftarena. Und man kriegt in der Psycho-Arena kriegt man den Sumpforden. Irgendwie ist da was durcheinander gebracht worden. Ich werde so froh sein, wenn ich fliegen habe. Dann mache ich erstmal einen Luftsprung. Weil das ist doch lächerlich. Ich muss hier 2000 Meilen durch die ganze Region laufen, nur um ein Fahrrad zu holen. Weil ich sonst hier nicht rein darf. Dann sind diese Route auch noch so lang gestrickt, wie es nur geht. Also, das ist echt unnötig. Das hätte man echt nicht machen müssen. Und das hat nichts mit schwer zu tun. Das hat höchstens was mit Nerven zu tun. Dass man einen Nervenzusammenbruch erleidet oder sowas, ja. Aber jetzt, das Gute ist jetzt, wir haben jetzt Aether bei uns, wir haben jetzt hier Beleber bei uns, wir haben jetzt hier viele Tränke bei uns. Theoretisch müssen wir in gar kein Pokémon Center mehr gehen, weil wir unsere Items bei uns dabei haben. Und Geld kriegen wir auch immer unendlich. Ein Slimog. So, tschüss. So. Hier ist so ein Haus, aber surfen können wir nicht, weil wir keinen Surfer bei uns haben und den Ort nicht haben. Also ich verstehe nicht ganz, was der Heck jetzt vorhat mit uns. Ja, jetzt geht's hier los mit dem... mit dieser Fahrradebene. Na, Mann. Oh, ich sollte nicht speeden hier. Zumindest nicht außerhalb des Kampfes. Das Fiese ist, wir müssen jetzt hier bergauf gehen, ne? Und, das ist so lästig. Das ist so lästig. Das ist nicht schwer oder so, sondern einfach nur lästig. Ja, und hier ist eine Sackgasse. Genau. Genau, natürlich. Das hat weder was mit schwer zu tun, noch mit irgendwelche Herausforderungen, sondern es ist einfach nur listig. Ja, danke, dass du mein Ding killst. Ist mir jetzt auch egal. Dann nehme ich eben Gengar. Oh Mann, ey. Ich benutze jetzt hier einen Repel. So. Das ist mir zu blöd. Also bei normalen Routen okay, aber bei dieser Route nein. Nein, einfach nein. So, jetzt muss ich hier hoch. Das ist aber auch so eine schöne Sache hier, ne? Hier geht's hier bergab. Und dann muss hier so ein Slalom hier hin und her fahren.
Alter, jetzt trifft doch. Okay, jetzt haben wir... Ja gut, okay, er killt sich selber. Wenn unser Gengar nicht Hypnose benutzen will. Alter, was ist los? In den letzten Parts hast du so souverän immer mit Hypnose getroffen und jetzt willst du nicht mehr, oder wie? Bezahle ich dich zu wenig? Das Gute ist, Austausch hat nicht so eine hohe Spezialverteidigung, sondern eher nur eine normale Verteidigung. Das macht Spezialangriffe fataler. Okay, jetzt muss ich hier mal kurz... ich benutze mal Greenpeace an erster Stelle. Dass wir von dem Level her ein bisschen... eine Annäherung haben. Alter, das ist doch lächerlich hier. Und wenn ich jetzt hier die... Taste loslassen, dann fahre ich wieder komplett nach unten. Hauptsache die Route so lang machen, wie es geht. Ein Kadabra. Da wechsle ich besser, bevor ich da irgendwas... Na, wobei, ich gehe es ein, das Risiko. Schlafpuder! Nein! Stop, 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 stop! Okay. Ja, das nervt echt. In der fünften Gen ist es besser geregelt, da läuft einfach eine andere Musik. Okay. Spoiler, hier ist wahrscheinlich nichts. Ah, hier ist eine Abkürzung. Ah, okay, jetzt haben wir den hier weggelockt, jetzt müssen wir aber trotzdem hier... Ja, da hatte der Entwickler richtig viel Spaß beim Bauen. Ja. Ein Volto bei Level 100, alles klar. Und ein weiteres Volto bei Level 100. Aua. Aua, aua, aua. Finale. Boah, das ist echt ein Nuzlocke-Killer. Wenn der Finale einsetzt und Level 100 Pokémon hat, das tut richtig weh. Explosion auch noch. Ja gut, dass wir das nicht Nuzlocke-Let's playen, weil sonst... Alter Schwede, das tut echt weh. Okay. Langsam geben wir die Tränke aus. Ja, sonst kriege ich hier Klaustrophobie, hier ist alles so eng. Nein. Blödes Repel. Repel. So. So geht's wieder nicht. Hier geht's jetzt nicht mehr zurück. Ah, doch, geht's schon, okay.
Oh Mann, jetzt wünsche ich mir das ein Originalspiel wieder. Ah, dieses Spiel, das ist echt. Es ist nicht schwer, aber es ist halt sehr, sehr nervig. Also man muss ja wirklich Nerven aus Stahl haben, um das Spiel wirklich spielen zu können. Aber es ist nicht schwer. So, Tentacruel, ja, benutzen wir wieder Gengar. Okay, jetzt geht's hier runter. Hier ist wieder so ein Zerschnellbusch. Ich würde sagen, hier ist ein perfekter Punkt, um mal kurz Pause zu machen. Dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Also, macht's gut, euer Janka. Ciao.